Reist als erstes zum Dorf der Zoras und befreit die Statue vom Schlamm. Benutzt dafür zum Beispiel eine Wasserfrucht. Sprecht nun mit Yona, um die Zora-Rüstung zu reparieren. Sie braucht einen uralten Arowana. Ihr könnt diesen Fisch zum Beispiel auf der verlassenen Himmelsinsel finden. Kehrt anschließend mit dem Fisch zu Yona zurück, um die Zora-Rüstung zu erhalten und zieht diese an. Schwimmt nun den Wasserfall hoch, um Sidon zu finden, und sprecht mit ihm. Reist nun zum Totosee, um dort mit Yiyato zu sprechen und die Steinmauer zu reparieren.
Anschließend geht es zu König Dorifan, der euch Königsschuppen gibt. Mit den Königsschuppen schwimmt nun zur schwebenden Insel und schießt die Schuppe durch dieses Gebilde, das aussieht wie ein Tropfen. Sprich nun erneut mit Sidon und besiegt das Monster. Folgt Sidon zum Kopf der Prüfungen und dann zum östlichen Stausee, wodurch ihr zum antiken Zora-Heiligtum kommt. Lasst das Wasser im Heiligturm einmal durch. Es gibt 4 Steinmauern, die ihr zerbrechen müsst.
Schwimmt nun zur Insel der sprudelnden Wasser und schlagt euch von Insel zu Insel vor, damit ihr am Ende den Wassertempel erreichen könnt. Thank you.
Ihr seid nun beim Wassertempel angekommen. Ihr müsst 4 Wasserspeier öffnen, um das Wasser zu reinigen. Ich zeige euch einmal alle 4 Speier und alle Kisten, die ihr im Wassertempel finden könnt. Der Speier ist offen. Gut gemacht. Thank you.
Nachdem ihr alle vier Spar geöffnet habt, müsst ihr noch einmal das Symbol in der Mitte aktivieren und einen Boss besiegen. Und danach habt ihr diese Hauptquest abgeschlossen. Du packst das, Link! Spitze! Das hat geklappt! Das ist unsere Chance! Schlamm. Wir müssen ihn mit Wasser wegspülen.